So. Ich reagiere jetzt auf eine Haustour. Also ich reagiere jetzt auf ein Haus, was ich in- und auswendig kenne. Ich war schon mehrfach da drin. Antonia macht ja gerade so einen 7-Tage-Stream. Ich wäre eigentlich auch da gewesen. Aber ich hatte keinen Bock. Klar. Wo drin? Im Haus oder der Besitzerin? Freunde! Ich glaube, ihr könnt es nicht glauben. Wir schauen uns jetzt die Haustür an. Ich kann es auch nicht glauben. Es passiert. Ich nehme ein Video für YouTube auf. Und nicht aus dem Stream, sondern actually für YouTube. Also okay. Willkommen zu... Man hätte nicht gedacht, dass es jemand... Wo der Stripper dahin bestellt hatte, hoffentlich Spaß. Das kann nicht sein. Wir hatten einmal einen Stripper da und den haben wir abgestochen. Was passiert? Es ist passiert, meine Haustour. Ja. So viele Überraschungen. YouTube-Video und die Haustour. Für die Leute, die es nicht wissen, ich wohne jetzt seit 2,5 Jahren auf Madeira und jetzt seit ungefähr einem Jahr, vielleicht sogar 1,5 in dem Haus hier. Und ich habe immer versprochen, dass ich es zeige und ich habe es so immer nur so ab und zu gemacht und so ein bisschen. Und ja, heute machen wir es so richtig. Deswegen, I show you the house. Aus gegebenem Anlass ist es ordentlich, weil ich ab morgen, also wenn ihr das Video seht, am selben Tag, einen 7-Tage-Stream mache. AKA, ich werde auf dieser Couch hier pennen und 24 Stunden, 7 Tage lang live sein. Und da werden wir das ganze Haus verbrauchen und deswegen haben wir aufgeräumt. Und so ordentlich wird es nicht nochmal sein, deswegen machen wir jetzt diese Haustour. Ja, jetzt gerade, wie gesagt, sind wir im Wohnzimmer. Der Wohnzimmer ist quasi mein Eingangsbereich und auch gleichzeitig, wenn wir uns umdrehen, ist hier auch direkt, das ist gerade das Audiozeug, aber ist ja auch die Küche und Esszimmer und alles Mögliche. Die Küche war mal ockerfarben, es war grauenhaft. Ich habe sie gestrichen, jetzt ist sie weiß. Jetzt ist sie sehr erträglich, sie ist leider nur sehr klein. Sie ist sehr schön. Das Haus, wo ich drin lebe, hat circa so 70 bis 80 Quadratmeter Wohnfläche. Ist aber sehr schön. Also für eine Person komplett ist die fein. Sehr, 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 es ist ein sehr kleines, schön. Wie man so schön sagt in Deutschland. Das hat ja Arno Dübel eine große. Arno Dübel hat auch ein Big Baba Einkommen. Eine normal size small Wohnung Ding eher. Es ist ganz funny. Ach so, bezüglich der Couch, weil ich bin, falls ein paar von euch gewundert haben, wie ich auf dieser Couch schlafe. Ich zeige euch was super cooles, okay? Achtung. Ja, die kenne ich. Man kann die einfach aufklappen, dann ist das ein riesiges Bett. Ist mega praktisch. Ist sehr, sehr chillig, Mann. Ist saugeil, wirklich. Echt bequem. Ja, Mann. Hier ist eine Matratze. Es ist einfach ein normal fucking sized Bett. Es ist so cool. Immer wenn ich Leute hier habe, würden sie, ja, könnt ihr auch pennen auf der Couch, das Platz sind alle so, ich weiß nicht. Und dann fahre ich die Couch aus und auf einmal pennen hier so 5 Leute Anja, drauf kurz, und sind danke. So, jo, beste Nacht eures Lebens, ich hab so gut geschlafen. Also die Couch ist sehr, sehr cool und da werde ich dann pennen und auf dem Fernseher hier werde ich dann Chat sehen oder einen Film oder irgendwas. Das wird cool. Es wird eine große Übernachtungsparty. Weiter geht's. Hier haben wir jetzt meine Opinion. Du musst wissen, dass es bequem ist. Verstehe ich nicht. In der coolste Raum in meinem Zimmer. Mein Streaming-Raum. Kommen Sie rein. So geil. So geil, Mann. So geil. Ich fühle es so sehr. Ja, ich fühle den Raum sehr. Ich habe heute noch den Tisch bekommen für mein Pioneer, für mein DJ-Setup. Alles angeschlossen. Der PC von Hightech. Alter, sagt sie nicht mal danke? Hightech. Super schön. Mit dem Mirror-Ding. Super oh clean. Krass. Finde ich das ganze Setup inzwischen so cool aus. Da oben sind die Dinger dran für VR. Das wird es irgendwie auch im Stream geben. Und sonst, ich glaube, man kennt das Ganze so ein bisschen aus der Perspektive. Dazwischen steht mein Monitor, ist normalerweise die Kamera. Und filmt dann quasi hier auf den Stuhl drauf. Und ja, das Setup ist, ich mag das Setup sehr, sehr gerne. Also, ich meine, hier verbringe ich aus dem Video die meiste Zeit am Tag. Und ich mag den Raum sehr gerne. Okay. Was mit der Lavalampe. Schön, ne? Ja, dieser Raum macht mich sehr happy. Wir hatten zwischenzeitlich ein bisschen Probleme mit dem VR-Ding, weil in einem Raum da nicht so viel spiegelnde Oberflächen sein sollen. Wenn man sich überlegt, boah, was spiegelt denn hier? Vielleicht ist es die Lampe, vielleicht spiegelt die Lampe zu sehr. Ich weiß es nicht. Ja. Es könnte tatsächlich der Spiegelschrank sein, der spiegelt, ja. Ja, hier ist ein 2,40 Meter auf 2,40 Meter großer Spiegel. Da haben wir jetzt noch Vorhänge gekauft, damit wir da Vorhänge dran machen können, dass der Spiegel nicht spiegelt. Damit dann alles klappt. Die Tür da, falls ihr euch fragt, wo die Tür hier hinführt. Draußen. Die Tür ist eine zweite Eingangstür. Ich weiß nicht, warum ich 2 Eingangstüren habe, die literally nicht mal 1 Meter voneinander entfernt sind. Da kann man sich reinsneaken. Auch nur in einen Raum reingehen. Aber theoretisch habe ich 2 Eingangstüren. Geil. Das ist der coole Flex. 2 Eingangstüren. Nee, 1 Meter neben. Aber ist cool. Okay, nächster Raum. Tatsächlich ist es in vielen portugiesischen Häusern so ein Ding, sehr viele Bäder zu haben. Also ich habe euch ja gesagt, wie groß das Haus ungefähr ist. Ihr seht es ja auch, es ist nicht super groß. Ich habe trotzdem 2 Bäder. Das ist ganz cool, weil das ist quasi das Gästebad. Ein Bad, ne? Sehr entspannt. Tatsächlich war die eine... Da habe ich schon
gekackt. Einrichtung und die Möbel auch schon alles hier drin, abgesehen vom Streaming-Raum, den habe ich selber eingerichtet. Der Rest war tatsächlich, ja, tatsächlich alles schon drin. Jetzt gehen wir hoch, jetzt habe ich eine zweite Etage. Oben ist Schlafzimmer, ist auch sehr, sehr schön. Eine schöne Bilder, sind toll. Ich spoilere die ganze Zeit, holy shit, Mann. Warum mache ich das? Licht an. So, dann haben wir hier nochmal ein Bad. Und denselben fließen wir unten nur in Blau. Yeah, ist halt ein Bad, ne? Das hat aber so eine niedrig weirde Decke. Und mein Schlafzimmer, was ich jetzt die nächsten eineinhalb Wochen oder so nicht benutzen werde. There we go. Ich finde es auch ganz cozy. Ich finde es ganz, das kann ich erklären. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Das ist so ein geiler Sexraum. Okay, also ich sage, ich habe euch nichts verschwiegen. Das ist unglücklich ausgedrückt. Das mit dem Bär ist echt weird. Ja, der Bär. Ich habe ihn im Supermarkt gesehen. Dann war da noch ein zweiter und der tat mir so leid, weil er alleine war. Deswegen haben wir noch einen zweiten. Woher kennst du das Schlafzimmer, Sass? Papo, ich war da schon drin. Ich war da schon drin. Und gekauft und das ist bei Chris. Er ist süß. Er ist groß und süß und weich und er tut sich gut auf meiner zweiten Betthälfte. Sonst wichtig, wichtig, der Malefiz-Pokal. Mach die Schublade auf. Mach die Schublade auf. Für den Gewinner des Malefiz-Turniers. Ich bin zwar theoretisch nicht die aktuelle Malefiz-Gewinnerin. Was ist Malefritz? Aber wir haben die Regelung, dass wenn jemand, also wenn Malefritz nicht kennt, ist das Mensch echt. Malle? Hat das was mit Saufen zu tun? Ärgere dich nicht nur nerviger und ich spiele sie mit. Ed Papo, er war schon im Haus und der Besitzerin, lass das. Mit den Jungs. Wer den Malefritz-Pokal vergisst mitzunehmen, nach einer Woche gehört er dem vorherigen Gewinner und das bin ich. Chris hat vergessen, ihn mitzunehmen, mein Pokal. Ansonsten, ja, ich habe überall im Haus diese bunten Lichter. Ich finde halt LEDs ganz cool und ich kann die auch alle anpassen. Und sonst hier überall random Sonnenbrillen rumliegen, die ich in meinem Leben niemals tragen werde, weil sie viel zu edgy sind und ich gar nicht so edgy bin. Aber ich habe sie trotzdem bestellt, weil ich dachte, vielleicht die bin ich LEDs edgy. Feier ich. Da habe ich noch eine Lavalampe, weil jeder Mensch braucht zwei Lavalampen. Ja, und ich habe noch einen Balkon. Ich zeige ihn euch nochmal bei Tags. Er sieht halt super wack Tags aus. Der ist aber echt schön. Da ist ein Grill und sowas, das ist mega nice. Das ist sehr cool, dann sind hier überall Lichter und Lichterketten und alles. Hier, während ich jetzt gerade rede, wird eingeblendet, wie das Ganze bei Nacht aussieht. Es sieht cool aus. Das, ja, das ist nice. Da kann man es schon sehen. Da kann man sich schon mal eine Shisha anzünden auf diesem Balkon. Ich Herr Antonia hat da mal Bon geraucht. Ich rauche keine Shisha, tatsächlich. Ja, das war meine Haustour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich. Aber ihr fragt euch jetzt bestimmt, okay, Antonia, du machst den 7-Tage-Stream. Willst du nicht vielleicht auch irgendwie cool kochen? Deine Küche ist wack. Vielleicht denkt ihr das gar nicht. Ich denke es auf jeden Fall. Die Küche ist auf jeden Fall nicht so cool für Kochstreams. Deswegen dachte ich, wir drehen die ganzen Sachen bei meinem Nachbarn. Wir drehen die Kochstreams und Oha. Die Barsachen bei meinem sehr seltsamen Nachbar. Und ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal hin. Okay, dann zeige ich euch noch ganz Nachbar. Kurz die Drehorte Unge? Für die nächsten Tage dort. Ach so, der 7-Tage-Stream. Ich weiß gar nicht, ob ich es erklärt habe, genau was es ist. Für den 7-Tage-Stream. Er startet am 7.7. ab Hast du da was 16 mit Lukas Uhr. Zu tun? Deshalb ja. da, wenn ja. ihr einschaltet auf meinem Twitch-Kanal, werde ich... Okay. Wir belästigen jetzt den Nachbarn. Nein, wir kaufen keine Staubsauger. Hallo? Hallo? Du hast schon ein Funkmikro an, das ist ein Zufall, Mensch. Hey, das ist überchillig mit den Hunden. Ja, komm mal rein. Ja, wir werden das meiste von den Kochsachen und so... Alter, mit Whirlpool, Chris, du Wichser, what the fuck? Chris dreht, weil Chris aber die coolere Küche hat. Chris, du bist forced, it's your house. Kommt rein. Das heißt hier, wenn wir jetzt die Kostüme machen, das Junge, ist eine fuck, der coolsten Mann? Küchen, in der ich je Warum ist der so reich? Gekocht habe, glaube ich. Gute fuck, Mann. Ist so viel, wenn es in deiner Küche brennt. What the fuck, man? Like, actually, like, what the fuck, man? Like, oh my god. Oh. Ja. Haben wir was gegen Feuer? Nee, aber es wäre gut, wenn wir noch vorher ein Feuerlöscher haben. Ein Feuer. Ich habe einen Feuerlöscher bei mir. Den bringen wir rüber. Wir nehmen ihn mit. Oh, wir machen übrigens auch einen Kochkurs mit einem sehr guten Koch, einem Kumpel von uns. Und jetzt kommt dann noch ein sehr cooler Bereich. Let's go. Yes, this one in Germany we call this the Saufi-Saufi-Bereich. Das ist mein Lieblingsbereich. Ich hätte gern 300 Milliliter Liquid Ecstasy und einen Kopfschuss. Ich will, dass es aufhört, weh zu tun. Gern ein Sex on the Beach. Oh, okay, das ist mit einem Augenzwinkern, ne? Nein, aber ja, hier werden wir Koch- und Grillstreams machen, ne? Ja, vor allem. Five Chrome, es gibt Beweise, dass du gewisse Hotdog-Streamer schaust. Ah, chillig. Bar-Streams. Wir hatten überlegt, ob wir da an der Ecke mal, ich da mal auflege oder so, weil es ein sehr cooler Bereich ist, yes. Vor allem bei Nacht. Wir blenden hier mal noch kurz einen kurzen Clip ein, wie das Ganze bei Nacht aussieht, weil es sieht da nochmal. Digga, chillig. LEDs feier ich, Diggi. Chillig, Mann. Sau chillig, Alter. Actually cool, Mann. Chillig, Bro.
Das nochmal als kleiner Peek von dem Haus. Wenn ihr sehen wollt, wie das ganze Haus aussieht und wie es auch vorher aussah, weil Chris hat hier mit dem Team unfassbare Renovierungsarbeiten geleistet. Also wirklich absolut crazy. Stell euch vor, hier war alles hässlich. Hässlich und mit Terrakotta-Fliesen auf dem Boden. Oh, auf jeden Fall, wenn ihr das sehen wollt, das Video kommt die Tage bei ihm online. Ja. Checkt das auf jeden Fall ab. Ja. Und wir sehen uns dann hoffentlich die ganzen nächsten 7 Tage im Stream. Twitch.tv/ReeftTV. Ja. Weil dort werden wir 7 Tage. Okay, tschüss, Antonia.